vor, mich selber zu machen ein bisschen und keinen weiblichen Schaden zu machen. Ich wollte es wirklich als Rollenspiel spielen. Angesammelt individuell aus. Ich möchte keine Schadenszahlen im Spiel haben, danke. Aus Gesundheitsanzeige aus. Fadenkreuz. Ich habe damit einiges, glaube ich, an Hilfen ausgestellt. Und jetzt geht's ab ins neue Spiel. Gegner stehen allen Mitteln zur Verfügung, um wie etwas entgegenzustellen. Aber der Regel stellen nur höherstufige Gegner eine echte Herausforderung dar. Kämpfe stellen eine ernsthafte Herausforderung dar. Der wirksame Einsatz von Vorteilen, Cyberware, Kampfgadgets und anderen Verbrauchsgängen ist zum Überleben unbedingt notwendig. Ich glaube, ich würde sogar auf schwer spielen. Damit ich hier alles nutzen will. Oh, es gibt nur drei, okay. Ich habe heute mit Lumi schon diskutiert, welchen Anfang ich nehmen wollen würde. Und anscheinend hast du entsprechend einen anderen Wagen. Zumindest ist jemand direkt ein Auto mit abgebildet. Und ich glaube, ich würde eigentlich gerne mit den Nomads anfangen. Ich bin durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einen Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Sachen auswählen darf. Okay, und wir nehmen einen Mann natürlich. 2 hours later. Der Sixpack kann ich überhaupt nicht einstellen, Lumi. Das geht nicht. Ich kann es nicht einstellen, ob ich ein bisschen fetter bin oder nicht. Ich habe ja auch meine Coolness schon zurückgeschraubt. Also ich kann, ich bin halt, okay, ich bin halt gar nicht cool. Habe ich verstanden. Aber technische Fähigkeiten habe ich. Und einfach nicht zu wenig. Ja, ein bisschen, also das Maximallevel. Aber Intelligenz, technische Fähigkeiten und ein bisschen reagieren können wir auch. Aber alles andere ist halt scheiße. So. Ah, okay. Aufnäher entfernen? Welchen denn? Okay, ich mach jetzt einfach mal Aufnäher entfernen. Ja, aber ich weiß nicht, da waren ja mehrere drauf. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. Okay. Ich wurde geirrt. Ganz jetzt in einer anderen Werkstatt. Das... Keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Das fühlt sich nicht smooth an. So gar nicht, leider. Aber kann ich mich nochmal angucken? Nee. Okay. Ich bin anscheinend ein Nomade alleine an der Grenze und er meint, mein Auto ist hin. Ist gelungen. Was? Planeten zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes. Die Kosten dieser modernen Behandlung. Okay. Was ist das eigentlich für Mucke, ey? So, alles geklaut. Zur Seite, ich repariere es selber. Ich teile dir, was abgemacht war. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Kurz schließen, ich umgehe die Kupplung. Motor, Mechaniker. Moment. Ich überlege. Ich muss erst überlegen. Und? Und dein Gelaber ist nicht hilfreich. Das ist dreimal durchgezockt, da bin ich ja gespannt. Okay, kurz schließen ist wohl das, was... Mein Charakter denkt, was am besten ist. Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Läuft der Kompressor immer weiter. Gibt ein Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Okay. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. So viel Zeit habe ich nicht. Modus standen. Fragt sich nur, wie lange das hält. Lang genug, bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Okay. Logisch. Ich sag doch, machbar. Ich will dir nicht verraten, wen ich suche. Eine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Ah, nice. Läuft. Mehr muss es nicht. Aber ich muss es ihm sagen, wa? Nee, mit Funkgerät verbinden. Ich will mich mit Funkgerät verbinden. An dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Da kommt jemand rein. Oh, Sheriff. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Er ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Was sollen die gelben Sachen machen? Ich gehe voll... Weißt du nicht, dass man, ne, dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Erklär, ungespoilert bitte ran. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Keine Sorge, ich bleib nicht lang.
Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Ach komm schon. Du bist Andrew Jones. Du hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt. Vielleicht? Ein bisschen? Heute mir ist mein Auto kaputt. Das finde ich nicht lustig. Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Gehörst du zu denen, die alles glauben, was die Politiker sagen? Dass Nomaden das größte Übel der Welt sind? Nein. Ich schätze Ordnung. Die Konzerne haben uns Ordnung gebracht und ich will, dass sie erhalten bleiben. Die Konzerne bezahlen dich und haben dich wie ein Hund an der Leine. Aber du willst nicht sehen, wenn man mich von der Leine lässt. Also nochmal. Wo ist dein Clan? Ich kann nur sagen, sie alleine hier sind. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Geht nicht anders. Nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Irgendwie ist die Reflexion komisch. Eher früher als später wieder. Boah, ich will ich dem das sagen? Ich habe einen Funkturm unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Ach, nö. Dass du hier rumlungerst. Okay. Ich hab's doch schon gesagt. Ich will keinen Ärger. Will ich auch nicht. Ärger geht ganz einfach. Zieh ab und fahr weiter. Okay. Ich bin jetzt in der... Hier fühlt sich's besser an. Die Fahrzeugsteuerung fühlt sich sehr gut an. Geht zum Funkturm. Oh, ist die falsche Richtung. Wow. Yucca-Funkturm, neues Gebiet. Alte F gedrückt, um ein Fahrzeug zu verlassen. Darf ich ein Fahrzeug woanders hinstellen? Ist nicht ganz klar, wann ich F gedrückt halten muss und wann ich. Komm ich auch woanders rein? Ja, gut, dann eintreten. Gerade hat am Anfang deutlich stabiler gewirkt. Mission aktualisiert, der Nomade, okay. Erinnert mich an Far Cry 3, ja, so ein bisschen, ne? Oder generell an Ubisoft-Funktürme. Wow. Mit dem Funkgerät verbinden. Okay. Dann hauen wir uns halt hier rein. Ein Tomb Raider? Wieso ein Tomb Raider? Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Frequenz steht in. McCoy. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch. Die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Finde ich irgendwie nicht. Mir gefällt die Synchro sehr gut. Das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Ich finde die ziemlich passend. Danke, Willy. Hast was gut bei mir. Ist jetzt gar nicht platt. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Ruf nicht nochmal an. Okay. Ich finde, es wird sich sehr gesprochen an dem Spiel hier. So, Standortdaten haben wir.
Der Sprecher von Ryzen und Co. Brock. Das driftet gut. Also, ja, ich habe überhaupt kein Problem, dass sich das irgendwie unnatürlich für mich angehört hat. Ich fand das bis jetzt sehr passend zu den Situationen. Dry Creek. Upsi, den stecken wir mal aus. Und guck mal, hier wurde eine Nachricht erlassen, dass hier jemand wäre. Hatte schon Schiss, ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Glaube ich zumindest. Bist du? Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch oder nur gute Manieren. Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Mexikaner. Das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Blutiger Enzier. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in NC. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Und du? Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Natürlich. Du selbst nicht. Und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Na gut, dann verladen wir sie mal, wa? Laden wir sie ins Auto. Ich hab das Auto. Wie bist du eigentlich hergekommen, Kumpel? Wie bist du eigentlich hergekommen? Der nennt mich wenigstens richtig. Aber Xan, ich spiele Cyberpunk. Also, wir los. Okay, wo geht's hin? Muss ich wieder. Ach, das fahr ich doch wieder durch den Ort durch, ne? Ich denke, ich gerade gekommen bin. Ja. Hast du das Fracht? Das geht doch. Nee, nicht? Achso, nee, wir sind über die Ecke gefahren. Hat er. Wollte nur sicher gehen. Huch. Wir sind beide Profis, oder? Nur diese Grütze zu sehen. Mann, oh, das ist hoffentlich voll das gute Spiel. Hast du schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Der fährt 150 in dieser Rostmühle. Grütze und ein sexy Kerl mit grünen Haaren. Und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Ups. Angedockt. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Das ist Alumi, ey. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Okay. Das ist echt mieses Gefühl. Mehr Geschütze kann man aber auch nicht auffahren, oder was? Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen Sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Wow, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Okay.
The fuck? Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Okay. Chingada madre. Was jetzt? Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Hast du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja. Gott, bist du dumm. Fast vergessen. Klar, vergessen. Xan, don't mess with me und Lumi. Lass den Motor laufen, falls wir uns schnell. Ah, ich habe gerade 1000 bekommen. Okay, ich muss hier weiter, okay. Ja, das ist ein tolles Geschenk, hab mich gefreut. Ey, nicht mehr fahren. Junge, entspann dich. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Das ist aber nicht Corona-konform. Was ist denn da für eine Waffe? Was ist denn das für eine Revolver-Version? Bitte in Zimmer 2 melden. Krieg ich nicht irgendwie eine Quittung dafür, dass ich meine Waffe hier abgegeben habe? Oh Mann. Setz dich. Papiere. Das Gefühl, ich sollte das Spiel lieber mit dem Controller spielen. Moment. Geht das so einfach zu wechseln? Ist das Routine? Möglich. Werden wir sehen. Wechseln wir mal auf Controller hier. Was transportiert ihr? Hier steht's. Okay, es scheint nicht so witzig zu finden, dass da steht. Alles. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Okay, das funktioniert. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Oh oh. Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Oh oh. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite von dich zu sein. Oh oh. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Okay, wir haben jetzt dieses Geld jetzt abgegeben, ja? Ich wollte das Geld nicht behalten. Ich hätte es versuchen können zu behalten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will meine Waffe wieder haben. Vorsicht mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Dankeschön. Deine Scheiße denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Junge. Hey, was soll denn diese Meldung hier sein? Was ist da denn passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay.